Nachdem es in der letzten Woche mehr um die allgemeinen Funktionen und die Leistung des Gehirns ging, wenden wir uns heute dem Thema zu, das auf den ersten Blick vielleicht etwas beängstigend erscheinen mag. Gehirn und Technik. Das gelenkte Gehirn, Hirnschrittmacher bei Depressionen und anderen psychiatrischen Erkrankungen. Die Vorstellung, dass hauchdünne Elektroden durch die Schädeldecke ins Gehirn gesteckt werden und dort Nervenzellen manipulieren, klingt nach Science Fiction. Aber es funktioniert zum Wohle von Patienten. Dies wird Ihnen von Herrn Professor Dr. Köhnen, dem Leiter der Abteilung Stereotaktische und Funktionelle Neurochirurgie hier am Universitätsklinikum gleich eindrucksvoll vorgeführt, gezeigt. Als es uns vor 2 Jahren gelungen ist, Herrn Professor Köhnen nach Freiburg zu holen, wussten wir natürlich, dass er hier ein für seinen Bereich optimales Umfeld finden wird. Mit dem Exzellenzcluster der Universität BrainLinks Brain Tools, einer interdisziplinären Forschungsinitiative im Bereich der Neurotechnologie, sind herausragende Wissenschaftler vertreten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, aus der Grundlagenforschung heraus praxistaugliche Anwendungen für Menschen mit Amputationen, Lähmungen oder Bewegungsstörungen, wie zum Beispiel der Parkinson'schen Erkrankung, zu entwickeln und Betroffenen wieder ein Stück Mobilität und Sicherheit zurückzugeben. Ich möchte noch 2 organisatorische Aspekte ergänzen. Sie haben heute selbstverständlich wieder die Möglichkeit, im Anschluss an den Vortrag Ihre Fragen zu stellen. Sie können aber die Fragen bereits während des Vortrags auf die Karten notieren, die vor Ihnen liegen. Wir sammeln sie ein, kurz vor Ende des Vortrags, werten sie aus und werden die Fragen dann entsprechend der gestellten Häufigkeit hier in dieser Reihenfolge präsentieren und von Herrn Professor Köhnen beantworten lassen. Im Anschluss an den Vortrag und die Fragerunde laden wir Sie dann zu einem kleinen Imbiss ein, im Park hier vor der Frauenklinik in dem schönen und schattigen Ambiente. Jetzt wünsche ich Ihnen einen spannenden und interessierten Abend und übergebe das Wort an Herrn Professor Köhnen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Spaktabilis, vielen Dank für die freundlichen Worte der Einführung. Man wird nicht oft vom Chef, und das ist die wissenschaftliche Chefin und die Chefin der Fakultät, eingeführt mit so freundlichen Worten. Nochmal vielen Dank dafür. Es klingt ein bisschen wie Science Fiction und darum versuche ich, Sie an das Thema so ein bisschen langsam heranzuführen. Es geht um das gelenkte Gehirn. Das ist ein Titel, den ich gewählt habe, weil ich glaube ganz fest, dass man das Hirn nicht lenken kann. Man kann ihm helfen, man kann ihm Prothesen geben, man kann daran arbeiten, lenken kann man es nicht. Das geht so ein kleines bisschen in die Diskussion rein, wo wir nachher drüber hören werden. Ich versuche ein bisschen was über die Parkinson-Erkrankung auch zu sagen, weil das immer in aller Munde ist. Die Menschen, die tief hirnstimuliert sind, bei der Parkinson-Erkrankung sind danach wesensverändert. Und ich versuche ein kleines bisschen aufzulösen, worum es dabei überhaupt geht und was da detektiert wird und was die Menschen meinen, wenn das gesagt wird. Ganz am Ende muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit den Begriffen, die man hat. Mit Freiheit, ist Freiheit eigentlich die Freiheit, die wir kennen, oder ist Freiheit eigentlich Willensfreiheit? Haben wir Angst davor, dass Freiheit genommen wird? Haben wir Angst davor, dass Willensfreiheit genommen wird? Das Problem ist, dass diese Dinge sehr oft ineinander übergehen. Und ich lade Sie auch dazu ein, wenn Sie an irgendeiner Stelle denken, dass ich es nicht plausibel genug gemacht habe oder es nicht klar mache, unterbrechen Sie mich ruhig, heben Sie den Arm oder sagen Sie irgendwas, dann unterbrechen wir das und dann versuche ich das, was auftritt, zu erklären. Ich will Sie ganz am Anfang dieses Vortrags in diese Zeit zurückführen, das ist aber nur ganz kurz. Wir gehen in eine Zeit zurück, das Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt Sanatorien, es gibt Anstalten und psychiatrische Patienten. Die wurden damals immer sehr lapidar als wahnsinnig bezeichnet oder irr. Die sind dann in Irrenanstalten eingeliefert worden und konnten mit ganz, ganz wenigen Substanzen überhaupt nur behandelt werden. Teilweise waren diese Patienten psychotisch, sie waren aggressiv, litten unter Halluzinationen, mussten sich gegen die Halluzinationen wehren. Und dann haben Psychiater oder die Vorläufer vom Psychiater Ärzte, halt, die in diesen Sanatorien tätig waren, Zwangsernährung durchgeführt, wie in diesem Bild dargestellt. Grundsätzlich muss man das vor diesem historischen Hintergrund sehen, die Dinge, die wir jetzt sehen werden, die Anfänge der psychiatrischen oder der Psychochirurgie,
Es gibt dafür, ganz zu Anfang zumindest, gute Gründe. In späterem Bereich, wo sich Medikamente entwickelt haben, gibt es diese Gründe nicht mehr. Und da ist dann der Zeitpunkt da, wo die Psychochirurgie als solche etwas dubios wird. Und ich versuche das abzugrenzen von dem, was wir heute machen. Wir nennen das vielleicht psychiatrische Chirurgie. In der Ankündigung in der Badischen Zeitung stand die Chirurgie der Emotionen. Das finde ich fast ein bisschen zu philanthrop. Aber man kann vielleicht sagen, dass das tatsächlich das ist, was wir machen. Und so fange ich an mit Winston Churchill, der eigentlich sagt, je weiter man in die Zukunft gucken möchte, desto weiter muss man nach hinten gucken. Das heißt, wenn man visionäre Arbeit machen möchte und Arbeit in diesem Gebiet, in dem Bereich psychiatrische Chirurgie im Jahre 2015, wird von vielen anderen außer von mir auch gemacht. Und das ist etwas, was einer Vision bedarf. Und darum muss man sehr, sehr klar darüber sein, was früher passiert ist. Auf der linken Seite sehen Sie einen Neurologen, Egas Moniz. Der nannte sich Egas Moniz, der hieß Abreu Frère. Egas Moniz ist eigentlich der Vater der Lobotomie. Das ist die Schädigung des Frontallappens durch eine relativ große Injektion von Alkohol in den Frontallappen rein. Das hat er nicht selber gemacht. Egas Moniz hat das durch einen Neurochirurgen wie mich gemacht. Er hatte also einen Handlanger. Das war Almeida Lima. Und die haben das damals gemacht, haben relativ gute Ergebnisse bekommen in der Zähmung von aggressiven Verhalten, in der Zähmung von Angststörungen, Zwangserkrankungen etc. Und Egas Moniz hat damit mit Walter Hess, einem Physiologen, 1949 den Nobelpreis tatsächlich bekommen. Egas Moniz ist übrigens auch der Erfinder der zerebralen Angiografie. Wenn Sie letzte Woche den Vortrag von Herrn Weiler gehört haben, dann bin ich sicher, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt mal zerebrale Angiografie gezeigt hat, also die Darstellung der Gefäße durch die Punktion von der Leistenarterie und der Darstellung, die Vorarbeit dafür vor vielen Jahren Egas Moniz. Auf der rechten Seite sehen Sie einen weiteren Neurologen, das ist Walter Freeman. Und Walter Freeman ist eigentlich jemand, der sehr, sehr schnell die Ideen von Egas Moniz aufgefasst hat. Und der wird uns später auch noch mal kurz begegnen. Er ist eigentlich derjenige, der die sogenannte Ice-Pick-Lobotomie erfunden hat. Der hat nämlich festgestellt, dass man die Läsionen im Frontallappen, wenn sie denn gut funktionieren sollten, mehr an der Basis des Stirnlappens, also auf der Augenhöhle, machen musste. Und das hat dann dazu geführt, dass er relativ im Alleingang sehr, sehr liberal mit der Lobotomie umgegangen ist, sehr, sehr schnell Indikationen gestellt hat, sehr, sehr viel das angewandt hat und nachher eigentlich in den späten 60er Jahren, auch nachdem er Kinder behandelt hat, dann sehr, sehr stark in die Dubiosität abgetaucht ist. Das ist so mal aus dem Life Magazine, da war 1947, in den 40er Jahren in den USA, war die Lobotomie in aller Munde, Psychochirurgie war en vogue, das machte man, das funktionierte, damit konnte man aggressive Patienten zahm machen, das war wirklich persönlichkeitsverändernd und man kann hier ungefähr sehen in dieser Karikatur, was das ist, der Frontallappen, der sagt den übrigen Anteilen des Gehirns eigentlich, also der Psyche, sagt der Ratio und dem geordneten Dasein, sagt es, was es tun soll. Und wenn man dann den Frontallappen vorne abschneidet, dann kommen alle diese anderen Teile wieder in das Gleichgewicht. Und das ist, muss man sagen, eine sehr reduktionistische Sicht der Dinge, denn so einfach funktioniert das Gehirn dann doch nicht. Aber das ist das, was man zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Psychiatrische Chirurgie, das ist im Prinzip, wenn man das nach der Diffusion der National Commission sieht, Ende der 70er Jahre gab es eine Kommission in den USA vom Kongress eingesetzt, die sich mit der Psychochirurgie einmal auseinandersetzen sollte. Und wir werden das später noch mal kurz sehen. Ganz am Ende ist das so, dass es alles, was die Emotionen verändert, indem man entweder das Gehirn so verändert oder an ihm arbeitet und operiert, sodass man Emotionen verändert, weil man denkt, dass Emotionen in eine falsche Richtung laufen, wie Aggressivität. Und das Zweite ist, dass man Erkrankungen wegnimmt, um die Emotionen zu korrigieren. Das können Tumoren sein, das kann eine Epilepsie sein. Das stimmt zu einem gewissen Grad heute immer noch. Wir würden das aber dann symptomatische Epilepsie nennen und wir würden das nicht Psychochirurgie nennen. Hier übrigens nochmal Walter Freeman. Ich sage nochmal, ein Psychiater und Neurologe, kein Neurochirurg, der mit einem Eispickel hier eine Lobotomie in einem peripheren Krankenhaus in Washington durchführt. Er ist Neurochirurg, das ist Robert Heath. Wir sind jetzt in den 60er Jahren, 50er und 60er Jahren, Tulane University in den USA, mitten im Bible Belt. Robert Heath ist gleichzeitig auch, hat ein Degree in Psychiatrie und Robert Heath hat
Patienten mit einer Unmenge von Elektroden ausgestattet. Hatte ein sehr einfaches Konzept, wie das funktionieren würde. Da ging es um ein Schizophrenie-Konzept, dass man sagte, wenn in diesem vorderen Bereich, den man im Hirn die Septenregion nennt, wenn man da Elektroden hinmacht oder auch in andere Stellen des Gehirns Patienten, auch schizophrene Patienten haben da bis zu 50 Elektroden bekommen. Das ist sogar nach heutigen Standards viel. Wir machen auch schon mal viele Elektroden, wenn wir Epilepsie suchen, aber nicht so viele. Und das ist ein Beispiel, übrigens dieses Paper können Sie in der Literatur nicht mehr finden. Das habe ich über Nebenkanäle habe ich das bekommen. Das ist nämlich aus der Literatur verbannt worden. Das ist septale Stimulation, was ungefähr der Nucleus Accumbens Stimulation entspricht, die man heute noch für Depressionen macht, unter anderen Voraussetzungen. Und hier ging es darum, eine Paraphilie, wie man sie damals nannte, nämlich da war jemand, hatte jemand die Erkrankung Homosexualität. Und die Erkrankung Homosexualität, ich sage das absichtlich zynisch, wurde damals im DSM-2, das war das psychiatrische Manual, als eine Erkrankung gesehen. Das wissen wir aus den 60er Jahren, dass diese Männer, Frauen wusste man gar nicht, dass es das gibt, dass die krank waren, war man der Meinung. Und der hatte halt hier eine Studie gemacht, beziehungsweise einen Einzelfall publiziert, wo er versucht hat, einen homosexuellen Mann umzupolen in das, was richtig ist, nämlich Heterosexualität. Ich sage das absichtlich zynisch, das ist natürlich nicht meine Meinung. Wenn man das Ganze einmal historisch aufarbeitet, ziehen wir hier aus dem Jahr 2000 von Baumeister, das ist ein Medizinhistoriker, dann ist relativ klar zu sehen, wenn man das anguckt und auch bewertet nach den ethischen Standards von heute, also aus dem Jahr 2000, dann muss man sagen, dass die zentrale Schlussfolgerung ist, dass diese Stimulationsexperimente, die an der Tulane University an ca. 100-150 Patienten durchgeführt worden sind, weder wissenschaftlich noch medizinisch indiziert waren und berechtigt waren. Das ist das eine. Experimente selber sind auch nach damaligen Standards, nach den Standards der Zeit, als dubios zu bezeichnen und abzulehnen. Und grundsätzlich wird gesagt, man sollte versuchen, aus diesen Sachen zu lernen und solche Dinge nicht mehr zu machen. Und das ist das, was ich versuche, Ihnen hier zu zeigen, dass wir das tun. Das ist aber auch, wo wir da sprechen, Ende der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre, das ist auch eine wilde Zeit gewesen. Da gab es erst den Zweiten Weltkrieg, der war zu Ende, dann gab es den Koreakrieg, dann gab es Vietnam. Die Jugendlichen fanden nicht mehr richtig, was die Politik machte. Es gab Aufstände in den Straßen. Und grundsätzlich glaubte man im Verhalten der Jugendlichen, die sich aufbäumten und auch aggressiv gewehrt haben und mit Tumulten gewehrt haben, glaubte man zu sehen, dass es eine Neigung zur Aggressivität in der Bevölkerung gäbe. Und man glaubte, damit was machen zu müssen. Und dann kamen Wissenschaftler wie hier Vernon Mark und Frank Irwin, Neurochirurg und Psychiater, die kamen dann drauf, auf sowas wie nach Gewalt im Gehirn zu suchen. Gewalt im Gehirn zu suchen ist übrigens sehr schwierig. Was man im Gehirn vielleicht suchen kann, ist Aggressivität. Und der Unterschied zwischen Aggressivität und Gewalt ist tatsächlich, Gewalt ist die Auswirkung meiner Aggressivität auf jeden von Ihnen. Das heißt, das ist was Sekundäres. Das ist etwas, was reflektiert, dass man immer darüber nachgedacht hat, was ist denn eigentlich jetzt mit der Gesellschaft? Was ist denn mit den anderen? Und grundsätzlich muss man sagen, ein Problem der psychiatrischen Chirurgie zu der Zeit war es tatsächlich, dass man immer wieder versucht hat, die Probleme der Gesellschaft zu lösen. Das hat der Mann hier auch versucht in einem, ich sag mal, relativ visionären Buch. Da geht es um Physical Control of the Mind, also die physische Kontrolle des Denkens, des Geistes. José Delgado, das war ein Neurophysiologe, der hat bei Affenfamilien sogenannte Stimulsiva implantiert und hat dafür gesorgt, dass die hierarchischen Verhältnisse sich geändert haben. Also wenn da ein sehr dominantes Männchen war, dann konnte man die Aggressivität und die Gewalt, die dieses Männchen auf andere Teilnehmer der Gruppe hatte, konnte man mit einem Stimulationspuls auslösen. Er glaubte, dass er Aggressivität behandelt hat. An der Stelle, wo er behandelt hat, das wissen wir heute, kann man aber nicht Aggressivität behandeln, sondern lediglich ein motorisches Programm. Das Tier war also immer noch aggressiv, konnte aber die Aggressivität nach außen nicht ausleben. Das ist etwas, was relativ klar ist. José Delgado, Ende der 60er. Und um das zu komplettieren und zu sagen, das sind Arbeiten von Herrn Röder aus Göttingen. Denn das wird immer vermischt. Man denkt immer, Nationalsozialisten hätten Psychochirurgie gemacht, haben sie nicht. Das ist vielleicht das Einzige, was sie nicht gemacht haben an schlimmen Dingen. Aber Psychochirurgie, das haben sie nicht gemacht. Und man kann vielleicht sagen, Gott sei Dank. Aber es gab tatsächlich eine Zeit in den 60er, 70er Jahren, wo paraphiles Verhalten
pädophiles Verhalten, das haben Sie vielleicht, die Älteren von Ihnen haben das noch mitbekommen, durch gezielte stereotaktische Läsionen im Gehirn behandelt worden sind. Und zwar hat man in einer hypothalamischen Region das gemacht, was man heute eigentlich als eine zerebrale Kastration bezeichnen muss. Das ist schon gemacht worden mit der Einwilligung der Patienten. Das sind Patienten, die von pädophilem, paraphilem Verhalten, also einer devianten Sexualität nicht, und einer Aggressivität nicht wegkamen. Und das ist natürlich mit deren Einverständnis gemacht worden. Aber das nächste Dia versucht zu zeigen, wenn ich es denn aufrufen kann. Das nächste Dia versucht zu zeigen, jetzt sind wir rüber gehupst. Ich habe das hier an so drei Artikeln versucht rauszuzeigen. Das Modell, mit dem man gearbeitet hat. Bei Ratten kann man tatsächlich ein Kerngebiet im Gehirn, also eine Ansammlung von Nervenzellen, läsionieren und dann werden die homosexuell. Das kann man tatsächlich machen. Das ist eine sehr ungesteuerte Sexualität und die wählen dann nicht mehr zwischen Männchen und Weibchen. Und das ist quasi eine direkte Übertragung von Rattenexperimenten auf den Menschen. Und so hat das hat zu einem gewissen Grad funktioniert. Sexualität funktioniert sehr viel komplexer, das ist Ihnen wohl bekannt. Und tatsächlich endet die psychiatrische Chirurgie in Deutschland 1975 mit diesem Artikel im Spiegel Seele unter Messer. Im Übrigen, das ist mein Vorvorvorgänger, Herr Mundinger, der fast keine psychiatrische Chirurgie gemacht hat, der aber hier quasi mit einem Schmerzeingriff gezeigt wird. Der wird auch in diesem Artikel, der ist ganz interessant, der wird in diesem Artikel auch beschrieben, wie das gut gemacht wird. Zu dem Zeitpunkt Schmerztherapie, das war Psychochirurgie zu dem Zeitpunkt, darum war das in diesem Artikel mit drin. Und das ist das Ende der psychiatrischen Chirurgie im Sinne von Lobotomien durch Walter Freeman in den 60er Jahren. Französische Anästhesisten hatten, um die Übelkeit nach Narkosen, Gasnarkosen zu vermindern, mit dem Medikament Clopromazin, das kommt aus den Antihistaminika oder aus den histaminartigen Medikamenten, kommt das. Dieses Medikament ist eingesetzt worden und die haben danach gemerkt, dass die Patienten viel ruhiger waren, sehr viel besser zu führen waren, nicht aggressiv waren. Das ist der Beginn eigentlich der modernen Neuroleptika, was Sie hier sehen. Und das ist eine der ersten Anzeigen, also das Auge, was einen verfolgt. Und Sie sehen, wie der Mensch hier unten, der arme Patient, der vermutlich eine Form von Schizophrenie hat, sich verfolgt fühlt und versucht dagegen zu arbeiten und Thorazin funktioniert. Und eigentlich muss man sagen, mit dem Aufkommen dieser Medikamente, mit dem Aufkommen einer medikamentösen Therapie, die gut steuerbar ist und funktioniert, verliert eigentlich die Lobotomie jegliche Berechtigung. Und tatsächlich ist es aber so, dass noch bis in die späten 60er Jahre, in frühen 70er Jahre, Walter Freeman noch mit einem kleinen Bus durch die USA gefahren ist und dann und wann noch Lobotomien gemacht haben, sehr prominent geschildert, wen das interessiert. Es gab ein Buch vor zwei oder drei Jahren von Herrn Dully, der schreibt My Lobotomy. Herr Dully ist mittlerweile auch in den 60ern. Der war damals so um die 15, als er wegen einer Hyperaktivität, der war so ein Zappel-Philipp, wie man die halt kennt. Die behandeln wir ja heute auch sehr gerne mit Ritalin. Der hat eine Lobotomie bekommen und war danach völlig persönlichkeitsverändert. Sein ganzes Leben hat sich dadurch geändert. So. Und das ist aber was Interessantes, was aus der Psychochirurgie kommt. Denn tatsächlich ist die Stereotaxie, und Sie werden gleich lernen, was das ist, die Stereotaxie, das gezielte, strategische Angehen von Positionen im Gehirn, fußt zurück darauf, dass zwei Ärzte, nämlich Spiegel und Weisses, Spiegel ist ein Deutschstämmiger in erster Generation, in Philadelphia den Eindruck hatten, man muss nicht so Riesenläsionen im Kopf machen, das ist grausam, das sollte man nicht tun, kann man denn nicht was Strategischeres machen? Und die haben tatsächlich die erste strategische Operation gemacht im dorsomedialen Thalamus, machen sich da so ein kleines Note dran, da gibt es eine Region, die heißt Thalamus und dieses DMT, das wird Ihnen gleich nochmal begegnen. Und an der Stelle, wenn man da Läsionen macht, dann kann man tatsächlich sehr, sehr effektiv Angst beeinflussen. Das hat man wieder verlassen. Weil wenn man an der Stelle das beidseits macht, dann kommt es auch noch zu anderen Defiziten, die man später erkannt, dann hat man das verlassen. Aber tatsächlich ist es so, das Rahmensystem, mit dem auch wir heute arbeiten oder ähnliche Systeme, mit denen wir heute arbeiten, hat den Ursprung darin, dass man gesehen hat, dass diese Läsionen, die man in Frontallappen machen, zu weitreichend waren, zu groß waren, zu brutal waren, zu ungesteuert waren. Und damit ist das eigentlich, muss man sagen, die Geburtsstunde der Tätigkeit, die wir machen. Das ist ein Bild aus unserem Operationssaal. Das ist nicht einer von meinen Patienten. Das ist
Das ist ein Gummischädel, den ich da reingespannt habe, damit Sie sehen, was wir tun. Aber mit diesem Apparat hier, das ist ein, es gibt 40 verschiedene Versionen von Apparaten, vielleicht mehr auf dem Markt. Das ist ein kommerzielles System. Das ist der Lexell-Stereotaxierrahmen, für die, die es interessiert, in den 50er Jahren von Lars Lexell in Schweden erfunden worden zu einem ganz anderen Zweck. Und mein Oberarzt, der Dr. Reinacher, sagt an der Stelle immer, wenn Sie jemanden suchen, der Ihnen ein Reiskorn auf einen Millimeter genau im Gehirn ablegt, dann rufen Sie uns an. Und das ist quasi genau das, was wir können. Wir können also jeden Punkt auf einem geraden Weg können wir im Gehirn anfahren mit einer Genauigkeit von, ich sag mal, einem Millimeter, anderthalb, manchmal zwei. Aber das reicht, um unsere Arbeit zu machen. Das ist also ein sogenanntes Stereotaxiesystem. Und was das macht, ist eigentlich, ich versuche immer den Vergleich, ich versuche einen besseren Vergleich zu finden. Wenn Sie einen haben, melden Sie sich bei mir. Ich sage immer, das ist so ein kleines bisschen, der Kopf ist wie ein, der Kopf und das Kernspinn eines Kopfes, was Sie mir so hinhalten. Das ist so, als wenn Sie mir ein Scharfschützengewehr geben würden, wo aber kein Fernrohr drauf ist. Und wenn der Scharfschütze auf 2 Kilometer ordentlich schießen will und ein Ziel treffen will, dann braucht er ein Fernrohr drauf. Und stellen Sie sich vor, das funktioniert wie Kimme und Korn, wie so ein Fernrohr, was man auf ein Scharfschützengewehr macht. Und dann kann man tatsächlich einen Zielpunkt erreichen. Und das ist das, was vermutlich macht. Jetzt sind wir im Jahr 2015, denn dann sind, das hier sind ganz moderne Geräte. Das ist jetzt Systeme zur tiefen Hirnstimulation. Ich erkläre Ihnen gleich noch, wie tiefe Hirnstimulation funktioniert. Spectabilis hat es am Anfang eingeführt und hat gesagt, ja, da gibt es also feine Elektroden, die sind tatsächlich relativ fein und dann gibt es meistens so einen Impulsgenerator, der dann an einer bestimmten Stelle im Körper mit Kabeln mit diesen Elektroden verbunden ist und der gibt dann dauerhaft einen Strom ab. Mit einer bestimmten Frequenz, mit einer bestimmten Pulsbreite. Das ist so ein bisschen Physik, was da passiert. Und das ist ein Verfahren, was wir mit den älteren Varianten dieses Gerätes eigentlich schon gemacht haben, vor 25 bis 30 Jahren. Das heißt, das ist eigentlich gar nichts Neues. Das ist eine sehr, sehr etablierte Technik. Es kommt aber darauf an, wofür man die benutzt. Und ich werde Ihnen mal die Sachen erzählen, die man damit macht, oder zumindest einen Teil davon, was man machen kann. Hier mal eine Illustration, wie sowas aussieht. Da haben Sie quasi Elektroden, die sind ins Gehirn abgesenkt. Da gibt es oben so Haltekappen, die fühlen die Patienten immer als so kleine Hubbel hier oben. Da kann man, weil die unter der Haut drunter sind, da hängen wir die Elektroden rein, damit sie sich im Kopf nicht bewegen. Dann gibt es ein Verbindungskabel. Und dann gibt es hier und meistens unterm Schlüsselbein oder im Bauch, da bauen wir es auch gerne ein, also unter der Bauchhaut, und dann kann man diese Geräte sehr, sehr gut steuern und kann die einstellen. Und die Geräte, wenn wir sie einbauen, sind erstmal abgeschaltet. Das hier ist mal die Geometrie so einer Elektrode. Hier ist mal so ein Originalbild von so einer typischen Elektrode. Und Sie sehen, jetzt hat das so eine bestimmte Perspektive. Also so eine Elektrode, die hat schon eine aktive Spitze, die ist so 1 Zentimeter lang. Aber die Kontakte sind so 1,5 Millimeter. Also man kann schon irgendwie in der Grenze sagen, dass das schon fein ist in irgendeiner Art. Aber dann auch nicht klitzeklitzeklein. Und wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, was denn das macht. Da haben wir mal hier so eine Elektrode, die ist aus dem Neokortex, also von oben aus dem Gehirn abgesenkt und geht jetzt runter durch das Gehirn durch. Da gibt es so eine Unterbrechung, weil die natürlich viel länger ist und sitzt hier unten in diesem Kerngebiet. Kerngebiet ist immer eine Ansammlung von Nervenzellen. Die Nervenzellen kann man, die kommunizieren miteinander elektrisch und mit Neurotransmittern, sowas wie Dopamin, da hören Sie gleich auch noch was von. Das sind über so synaptische Spalten, das sind also so Übergänge zwischen den Zellen, damit die miteinander reden können. Aber die Zelle selber leitet ihre Erregung eigentlich elektrisch weiter. Und was wir jetzt machen ist, über so ein Telemetriesystem hier oben mit so einer Antenne, die wir dann auf den Generator, der unter der Haut implantiert ist, draufhalten. Da machen wir dann Einstellungen und können dann die Therapie alternativ anpassen. Und wenn wir von der Stereotaxie dann gute Arbeit gemacht haben, dann liegt die Elektrode auch so, dass andere mit den Einstellungen oder wir selber mit den Einstellungen zurechtkommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert bei so einer Operation, ist ca. 98%. Und wir wissen, dass wir in 2% der Fälle fehlliegende Elektroden haben. Und dann müssen wir mit dem Patienten reden und ihn fragen, sollen wir die nochmal revidieren, an eine bessere Stelle legen? Das gibt es durchaus. Und dann macht man dieses elektrische Feld größer, kleiner, man variiert mit den Parametern und dann kann man auch Sachen mitstimulieren. Und dann kennen Sie bei den Parkinson-Patienten, ja, seitdem der stimuliert ist, ist die Sprache schlechter geworden. Das ist meistens, dass diese Capsula interna, die motorische Bahn, seitlich vom Kern mit stimuliert wurde. Oder der ist völlig manisch geworden, sehr angetrieben vorübergehend. Das ist die Stimulation eines anderen Systems, was auf der anderen Seite des Kerngebietes liegt. Solche Sachen können wir heute tatsächlich darstellen und wissen das sehr gut. Dann gibt es jetzt mittlerweile diese Standardelektroden, die haben so ringförmige Kontakte. Da sieht das elektrische Feld im Wesentlichen wie so ein Donut aus oder wie so ein Torus.
Und dann gibt es jetzt auch neuere Systeme, die jetzt auf dem Markt sind, wo man das elektrische Feld in eine oder in die andere Richtung weglenken kann. Und man verspricht sich davon, wenn wir nicht so 100% optimal platziert haben, was halt in 2% der Fälle passiert, dass man dann durch eine Lenkung des elektrischen Feldes in verschiedene Richtungen dann die Strukturen besser stimulieren kann. Und das ist die Idee dabei. Diese Symptome der Parkinson-Erkrankung können wir tatsächlich relativ gut behandeln. Das ist die Rigidität, die Steifheit oder das Zittern, den Tremor oder die Akinese, die Unterbeweglichkeit. Eins der Mythen, die immer noch rumkommen, ist, wenn Patienten kommen ganz oft zu mir und sagen, die Medikamente wirken nicht mehr, ich brauche jetzt Stimulation. Und das ist falsch, denn wir können tatsächlich die Stimulation nur machen, wenn die Parkinson-Medikamente noch ihre Wirksamkeit haben. Das müssen wir auch nachweisen. Das ist ein relativ kompliziertes Testverfahren. Wenn aber diese Medikamente an Nebenwirkungsgrenzen stoßen, dann besteht der berechtigte Anlass zu sagen, dass man tiefe Hirnstimulation durchführen kann. Tiefe Hirnstimulation beim Parkinson-Patienten, das gibt es nicht. Also es ist nicht so, dass wir sagen, unter den und den Kriterien machen wir tiefe Hirnstimulation. Wir machen an mindestens 3 Stellen, wenn nicht 4 oder 5 Stellen, bei Parkinson-Patienten im Gehirn Stimulationsverfahren. Das bedeutet, es hat sehr, sehr individuell damit zu tun, mit welchen Problemen Sie zu uns kommen. Wenn Ihr Hauptproblem der Tremor ist und alle anderen Symptome mit dem Medikament gut behandelt ist, dann werden wir auch nur versuchen, Ihren Tremor zu behandeln. Das würden wir zum Beispiel im Thalamus machen. Aha, den haben Sie eben schon mal gehört. Wenn Ihr Problem ist, dass Sie Nebenwirkungen haben, dass die Fluktuationen da sind, das heißt, das Medikament wirkt, aber kurz und dann fällt man wieder runter in Unbeweglichkeiten, dann nimmt man wieder, wird man wieder überbeweglich, dieses Auf und Ab, das sehen Sie gleich auch noch, dann würden wir eine SDN-Stimulation machen, hier Nucleus subthalamicus, den haben Sie eben schon mal gesehen, müssen Sie nicht verstehen, was das ist, nur dass er da ist. Und dann haben Sie den Globus pallidus internus, den stimulieren wir auch, wenn Patienten einfach nur auf der einen Seite nur Überbeweglichkeiten zeigen, aber mit den Medikamenten ansonsten relativ gut zurechtkommen, dann machen wir das. Und wenn wir das mal so ein bisschen vereinfacht anfassen, dann ist ein fortgeschrittener Parkinson-Patient, sieht der ungefähr so aus. Das ist natürlich nicht der Patient, sondern nur die Beweglichkeit des Patienten. Und dann sehen Sie in dem Bereich zwischen diesen beiden Linien hier, würde man sagen, das ist akzeptable Beweglichkeit. Da ist man nicht zu sehr beweglich und auch nicht zu wenig beweglich. Und wenn Sie das hier quasi sehen, dann sehen Sie, der Patient nimmt Levodopa ein. Ne? Das Madopa, Levodopa ist ein eine Vorstufe des Dopamins, einer der Neurotransmitter, also das, was über den Synaptenspalt geht, wo die Zellen miteinander reden. Und wenn Sie das dann einnehmen, der ist für einen kurzen Moment beweglich, das ist genau das hier, das ist sowas wie 20 Minuten und wird dann sofort überbeweglich, um danach wieder abzufallen. Das ist nachher auch gar nicht mehr korreliert mit der Medikamenteneinnahme und diese Patienten sind schwerste Wirkfluktuierer, wie wir die nennen. Und was die SDN-Stimulation zum Beispiel, also eine der Stimulationen, die ich Ihnen gezeigt habe, machen kann, ist das hier. Sie stimulieren jetzt an der Stelle, das Levodopa wird reduziert, nicht komplett, aber deutlich reduziert auf 50%. Und dann ist die Beweglichkeit in dem Bereich. Und das ist ein Segen für die Patienten. Das machen wir im SDN. Jetzt seit 27 Jahren machen wir das da, nach den ersten Versuchen von Benabit in Grenoble. Und das funktioniert für die Patienten sehr, sehr gut. Und das ist eine tolle Sache. Aber man muss das alles natürlich mit sehr viel Verständnis betrachten. Und das Verständnis wird dann manchmal auch durch interessante Publikationen wie in der Apothekenumschau untergraben. Das ist ganz interessant und man muss mir das verzeihen, ich muss das zeigen, weil das ist wirklich ein interessantes Lehrstück darüber, wie ein weit publiziertes Journal wie die Apothekenumschau, was ja im Wesentlichen ein Werbejournal ist, wie das quasi Meinung beeinflusst. Ich sehe diesen Artikel also die Woche 2-mal. Und das ist genau das Problem. Hier geht es um die Risiken von Hirnschrittmachern. Und die Frage dabei ist, haben Hirnschrittmacher Risiken? Ja, die haben Risiken. Und kann man das vorher am Patienten feststellen, ob er ein Problem kriegt oder nicht? Ich sag mal, in den allermeisten Fällen schon. Und wenn man die Patienten gut überwacht, dann läuft man auch eigentlich gar nicht in die Probleme und dann kann man für 99% der Patienten gute Arbeit machen. Das Interessante dabei ist, hier wird sehr viel gesprochen, es geht auf 2 Seiten. Das Ganze fußt auf einem Telefonat mit einem Schweizer Ethiker, der wirklich ein gutes Paper geschrieben hat, einen guten Artikel. Der ist dann interviewt worden am Telefon, er hat den Artikel nie mehr gesehen, also dem kann man es nicht vorwerfen. Und übrigens, dieser Artikel ist mittlerweile auch nicht mehr zu finden. Der ist so abgestraft worden von vielen Leuten, dass der nicht mehr zu finden ist. Aber zum Beispiel, es wird nicht drauf eingegangen, Hypomanie oder
Kaufsucht, Hypersexualisierung, Spielsucht sind bekannte Nebenwirkungen von der Agonistentherapie. Agonisten sind so auch so im weitesten Sinne Vorläufer vom L-Dopa, die in gleiche Systeme reinspielen, die aktivieren bestimmte Rezeptoren. Und wenn sie bestimmte Rezeptoren im Gehirn aktivieren, dann schalten sie bestimmte Sachen ab oder drehen andere Sachen hoch. Und das ist eine ganz bekannte Therapie. Gerade Männer mittleren Alters, 50, 60 Jahre, reagieren wunderbar auf die Agonisten. Das funktioniert auch gut, zeigen aber in einem nicht unwesentlichen Teil der Fälle psychiatrische Auffälligkeiten. Die muss man nur wissen, das kann passieren. Interessanterweise ist das bei den Medikamenten akzeptiert. Ja, hat der Neurologe ja gesagt, das kann ja passieren. So. Wir schreiben tatsächlich über die Agonisten in unseren Ambulanzbriefen und in den stationären Briefen. Wenn Patienten die einnehmen, haben wir einen Sicherheitshinweis drunter. Wenn wir bei Ihnen einen Agonisten angefangen haben, wie das Sifrol, Pramipexol ist das, wenn wir das angefangen haben und Sie merken plötzlich, dass Sie ihr Geld ausgeben, obwohl sie keins haben, oder kaufen gehen, oder hypersexualisiert sind, sich nur noch Pornografie angucken, solche Sachen, dann melden Sie sich bitte bei uns zurück, dann müssen wir das Medikament wechseln. Das ist übrigens interessanterweise bei tiefen Hirnstimulation auch so, aber der tiefen Hirnstimulation verzeiht man nicht, dass solche Effekte auftreten, weil es ja eine Intervention am Gehirn ist. Das zweite ist, Dopamin wird gesagt, Dopamin ist Schokolade für das Gehirn, das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Dopamin ist kein Glückshormon, das werden Sie immer wieder finden. Dopamin ist kein Glückshormon. Bitte merken, nachher frage ich das ab. Und die zweite Sache oder die dritte Sache ist, Professor Timmermann wird immer gesprochen, ich kenne Lars Timmermann, er ist ein sehr, sehr guter Bewegungsstörungsneurologe und kein Neurochirurg. Aber man sieht so ein bisschen, wie das da quasi recherchiert wurde. Bitte vergessen Sie diesen Artikel. Aber es gibt Probleme der tiefen Hirnstimulation im Zusammenhang mit der medikamentösen Therapie. Und wenn man sich über die psychiatrischen Effekte der tiefen Hirnstimulation ein bisschen ausbreitet und verstehen will, was man tun kann, dann ist das tatsächlich so. Es gibt, das haben fast alle Patienten, die STN stimuliert sind, sie haben eine verstärkte Impulsivität. Jetzt darf man Impulsivität nicht mit Impulskontrolle verwechseln, das ist leider auch sprachlich sehr nah beieinander. Impulsivität, die Wissenschaftler sprechen immer von dem, was man High-Level-Choices nennt. Und das ist ungefähr so, wenn Sie eine Aufgabe, die Ihnen gestellt wird, als sehr schwierig empfinden, dann nimmt sich Ihr Gehirn eine gewisse Zeit, um diese Aufgabe zu lösen und eine hochqualitative Entscheidung zu treffen. Beispiel. Vierspurige Autobahn oder vierspurige Straße, kein Fußgängerübergang, Sie wollen darüber. Jeder von uns, der nicht tiefhirnstimuliert ist und nicht an der Parkinson-Erkrankung leidet, guckt, wie weit ist der Verkehr weg. Er geht auf die Straße, er hat richtig eingeschätzt, wie weit der Verkehr ist und kommt auf die andere Seite. Würde er merken, dass das Auto zu schnell kommt, würde er einen Schritt zurückkommen und sagen, das probieren wir dann später nochmal oder wir suchen uns jetzt wirklich eine Ampel oder einen Fußgängerüberweg. Der Parkinson-Patient mit STN-Stimulation macht eine falsche Entscheidung, indem er zu früh losgeht, impulsiv zu früh los und kann die dann auch nicht revidieren. Das heißt, das Verhalten, was wir sehen, wo wir die Patienten darauf hinweisen, ist, die können das wieder erlernen, das besser zu machen. Man muss die darauf hinweisen, ist, sie treffen zu früh, hastig, schlechte Entscheidungen, die Sie nicht revidieren können. Das machen die nicht immer so, aber wir treffen am Tag sehr, sehr viele Entscheidungen. Und das ist etwas, was eine große Rolle spielt und das muss man den Patienten sagen. Impulskontrollstörung, das habe ich eben schon mal gesagt, das ist pathologisches Spielen, Hypersexualisierung oder auch Fresssüchtigkeit, Lust auf Eis nachts um 3, kann man machen, was sollte man nicht immer machen, ist vielleicht nicht gut. Das ist etwas, wenn das auftritt mit der tiefen Hirnstimulation, dann liegt das in den meisten Fällen an einer Kombination von diesen Problemen. Dann ist dieses Verhalten vorher unter der Agonistentherapie, die immer noch da ist nach der Stimulation, noch da und wird akzentuiert durch das, was wir hier oben gesagt haben, nämlich schlechte Entscheidungen treffen. Dann gibt es noch Depression und Hypomanie. Die Depression spielt aus meiner Sicht eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Wir haben in der Frühphase der Stimulation vor 20 oder auch für 15 Jahren noch sehr, sehr stark die Medikamente nach der Operation reduziert. Wenn man die Medikamente für die Parkinson-Erkrankung sehr, sehr stark reduziert, was dann tatsächlich passiert ist, dann wird man anhedon. Das ist übrigens eins der Hauptmerkmale auch der Depression, das hören wir gleich noch. Anhedonin bedeutet eigentlich Freudlosigkeit. Also wenn Sie der größte Fan von Sonnenuntergängen sind, dann fahren Sie nach Key West und hören sich den Dudelsackspieler an, der
Amazing Grace spielt und dann kriegen sie Gänsehaut und dann ist es das Wunderschönste, was sie je gesehen haben. Und derjenige, der Anhedon wäre, der würde jetzt, obwohl er da schon war, sich da hinstellen und sagen, ja, es ist halt ein Sonnenuntergang. Aber er spürt das nicht mehr, da ist die emotionale Farbe weg. Das ist Anhedonie und das kann man auslösen, indem man zu drastisch, zu schnell Medikamente reduziert. Hypomanie, da sehen wir gleich noch was von. Das ist tatsächlich etwas, was wir durch Stimulation direkt auslösen können. Wenn wir das sehen, schalten wir direkt die Elektrode weg. Das ist übrigens etwas, weil wir das gesehen haben, das hat zur Depressionstherapie geführt. Und ich werde Ihnen gleich noch erklären, woher das kommt. Und alles zusammen, wenn man das alles zusammennimmt, dann sprechen wir von Persönlichkeitsstörungen. Das ist das, was die Patienten uns berichten. Der war nicht mehr genau der gleiche wie vorher. Der war jetzt plötzlich anders. Und das ist so ein gemischter Beutel, so ein Mixed Bag aus verschiedenen Sachen, was man da berichtet bekommt. Worauf man Acht geben muss und was wichtig ist, und ich habe ganz am Anfang was gesagt von der Unterschied zwischen Freiheit und Willensfreiheit. So etwas Ähnliches finden wir hier auch. Hier geht es um Persönlichkeit. Die kann übrigens bei uns von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Ne? Ich fühle mich nicht so gut, bin ein bisschen krank, bin ich persönlichkeitsverändert. Wo es aber nicht darum geht, ist personale Identität. Und das ist das, wo wir Angst vor haben. Wir haben Angst, nicht mehr wir selber zu sein. Wir haben Angst davor, dass die Geschichte unseres Lebens nicht mehr plausibel in einem Strang zu erklären ist. Das ist das, wo wir Angst vor haben. Das macht tiefe Hirnstimulation nicht. Wer schon mal einen Patienten gesehen hat, der an der Herz-Lungen-Maschine 2 Stunden operiert wurde, weil er eine Herzklappe bekommen hat und den danach in den 3 Wochen auf einer Intensivstation begleitet hat, der hat Persönlichkeitsänderungen gesehen. Das sind massive, drastische Persönlichkeitsänderungen, psychotisches Verhalten etc. Die personale Identität ist aber da noch drunter. Die sind ja noch da. Die tauchen dann irgendwann wieder auf. Das kann Wochen und Monate dauern. So viel wollte ich sagen zum Thema Persönlichkeitsstörung bei der tiefen Hirnstimulation. Etwas, was man im Auge behalten muss, was aber aus meiner Sicht in den Händen von Experten kein Riesenproblem ist. So, jetzt zeige ich Ihnen, damit Sie sich ein bisschen entspannen können, zeige ich ein kleines bisschen, was tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen, das ist hier Tremor, zu leisten vermag. Das ist ein Patient, den ich im Jahr 2004 noch in Aachen operiert habe. Der hat mir erlaubt, dieses Video zu zeigen. Und Sie sehen, der hat einen relativ ausgeprägten Tremor beider Hände. Das ist ein Haltetremor, sogenannter posturaler Tremor. Die essentielle Tremor ist eine gutartige Erkrankung, kommt aus dem Kleinhirn, geht in den Spätphasen mit einer Ungelenkheit und einer Fallneigung einher. Und Sie sehen, der Mann kann quasi hier diesen Stift sehr, sehr schlecht führen. Das ist so ein standardisierter Test, das nennt sich die Archimedes-Spiralen. Und Sie können sich gleich mal angucken, wie der aussieht, wenn der versucht, ein Glas umzukippen. Das ist auch ein standardisierter Test, das muss bis 1 Zentimeter unter den Rand gefüllt sein. Dann kippt er das jetzt rüber und man sieht, der kann quasi dieses Glas eigentlich nicht anheben, weil er sehr, sehr viel, weil er das quasi das meiste verschüttet. Ich versuche Ihnen das jetzt mal ein bisschen hinten zu zeigen, weil das wird jetzt so lange. Das ist jetzt nach der Stimulation. Stimulation ist jetzt eingeschaltet, 5,5 Jahre danach, hat also sehr, sehr lange funktioniert. Das ist bei den meisten Fällen so. Sie sehen, die Hand ist nicht behandelt und die Hand ist behandelt. Und Sie sehen, dass der eine relativ gute Kontrolle eigentlich hat über die Hand. Dann können Sie ihn gleich Spiralenzeichen sehen. Sehen Sie, hier ist vor der Stimulation, also mit ausgeschaltetem Stimulator, hier ist mit eingeschaltetem Stimulator, das geht ganz glatt. Der kann wieder Unterschriften leisten, solche Dinge. Das kann tiefe Hirnstimulation, die wir nur machen, wenn Medikamente nicht funktionieren. Ne? Dann denken wir, machen das nicht, wenn andere Maßnahmen da sind, sondern wir operieren am Gehirn nur, wenn das nicht mehr anders funktioniert. Nun, was macht die tiefe Hirnstimulation genau auf der basalen Ebene? Ich habe Ihnen das eben erzählt. Früher haben wir geglaubt, wenn wir eine Elektrode ins Gehirn reinstecken, dann produzieren wir sowas wie eine funktionelle Läsion. Das heißt, wir drücken da so einen Sperrstrom rein und dann sind die Nervenzellen abgeschaltet. Wir wissen aber mittlerweile, dass das nicht so ist. Und wir wissen, dass wir axonale Strukturen, also die Ausläufer dieser Nervenzellen, dass wir die nicht hemmen, sondern dass wir die aktivieren. Und es kommt tatsächlich darauf an, wo Sie Ihre Elektrode hinlegen und welche Nervenzellen da rein und rauslaufen, was tatsächlich mit dem Gesamtnetzwerk Gehirn passiert. Und das ist der Nettoeffekt der tiefen Hirnstimulation. Dieses Dia spare ich Ihnen, weil das zu komplex wird. Jetzt sind wir endlich bei der Depressionstherapie. Und das ist das, warum Sie hergekommen sind. Aber bitte verzeihen Sie mir, ich musste das ein bisschen einleiten, weil wir ansonsten nicht alle über das Gleiche nachdenken und nicht wissen, worum es eigentlich geht. Zwischen den beiden Bildern liegen 130 Jahre. Auf der linken Seite, das ist das Bild Sorrow von Vincent van Gogh.
Vincent van Gogh, dem wird immer nachgesagt, dass er depressiv war. Und wenn Sie einen Epilepsiechirurgen wie Herrn Zentner fragen, der ja auch in Freiburg ist, der sagt dann immer, der hatte eine Temporallappenepilepsie. Und das stimmt vermutlich beides. Und die Temporallappenepilepsien haben in mehr als 50% tatsächlich damit verbunden, eine Depression, und ist eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Und das ist, diese Frau heißt auch nicht Sorrow, die heißt Sien. Sien ist eine Prostituierte gewesen, mit der Van Gogh in seinen Jahren in Den Haag zusammengelebt hat. Und die war zu dem Zeitpunkt nicht schwanger, sondern schwindsüchtig. Die hatte also Tuberkulose und in dem Zusammenhang auch eine schwerste Depression. Er war immer sehr beeindruckt davon, wie die ausgesehen hat, weil das so sehr ihn an sich selber erinnert hat. Und darum hat er die mehrfach gemalt. Das ist eine der beeindruckendsten Darstellungen. Und das hier ist tatsächlich eine Darstellung eines Nervenfaserbündels im Gehirn auf beiden Seiten. Im ersten Patienten, den wir im Rahmen der sogenannten 4C-Studie 2011 in Bonn operiert haben. Und über diese Studie möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Depression ist was Häufiges. Depression ist vielleicht nach Alzheimer eine der wichtigsten Erkrankungen des Geistes im weitesten Sinne, Erkrankung des Gehirns. Weltweit sind ca. 350 Millionen Menschen an der Depression zum jetzigen Zeitpunkt erkrankt. Und eine wichtige Sache ist, oder zwei wichtige Sachen, die man noch herausfinden kann aus diesem Dia, sind 20% der Patienten sind therapierefraktär. Reagieren nicht auf Medikamente, nicht auf Elektrokrampftherapie, nicht auf Psychotherapie, nicht auf Verhaltenstherapie, sind also das, was man als Therapieversager bezeichnet. Und 1 Million Patienten bringen sich jedes Jahr weltweit um, geschätzt, weil sie an der Depression nicht ausreichend behandelt werden können zum jetzigen Zeitpunkt. Hier sehen Sie mal so ein kleines bisschen, hier sind die sogenannten Mood Disorders drin, also die Erkrankung von die Depression zusammenfassen, Depression und auch die Zwangserkrankung. Und hier sehen Sie, dass der Klecks relativ groß ist. Das scheint also auch sozioökonomisch ein sehr, sehr wichtiges Problem weltweit zu sein. Darum macht es offensichtlich Sinn, für so eine häufige Erkrankung, die in 20% der Fällen therapierefraktär läuft, etwas zu finden. Jetzt werden Sie mir verzeihen, dass ich gleich auch wieder mit Ratten anfange. Und zwar braucht es tierexperimentelle Konzepte, und wir sind sehr oft angeschuldigt worden in der Arbeitsgruppe, wo Professor Schlepfer in Bonn, der Psychiater, und ich arbeiten, dass wir ein Modell von einer Ratte nehmen und das auf den Menschen übertragen würden und nicht daran denken würden, dass die Patienten depressiv sind. All diese Menschen, die Sie gerade gesehen haben, die berühmten Leute, die haben alle eine Form von Depression gehabt. Das ist uns sehr wohl bewusst. Wir wissen auch, dass Ratten keine Depression haben. Wir wissen aber, dass es eine bestimmte Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge tierexperimentell zu übertragen. Ich persönlich finde Tierexperimente wichtig. Man sollte sie machen. Sie informieren uns darüber, was wir am Menschen leisten können. Die muss man unter sehr schwierigen Bedingungen muss man die machen und unter den nötigen ethischen Randbedingungen mit dem Tierschutz. Aber sie sind wichtig. Und Sie müssen jetzt einmal für diesen Moment annehmen, dass Tiere auch eine gewisse Form von basalen Emotionen haben. Das kann so basal sein wie Durst, das kann so basal sein wie Sexualtrieb, das kann so basal sein wie Hunger. Glaube ich, dass eine Ratte eine Depression haben kann? Nein, definitiv nicht. Glaube ich, dass man depressives Verhalten vielleicht simulieren kann? Ja. Und das ist der Unterschied. Kein vereinfachtes Modell. Das glauben wir, was uns unterscheidet von Heath und diesen Leuten damals und uns heute. Das ist ein Modell von Jaak Panksepp. Jaak Panksepp ist der Erfinder, Begründer der affektiven Neurowissenschaften. Die affektive Neurowissenschaft beschäftigt sich damit, dass wir glauben, dass bestimmte Grundemotionen, und hier sind nur einige, Angst ist da drauf, Wut ist da drauf, Panic, das ist das, wo wahrscheinlich Depression stattfindet, und Seeking, das ist im Wesentlichen oder analog zu sehen zum Belohnungssystem, da reden wir gleich noch drüber. Und Jaak Panksepp ist sehr überzeugt davon, dass man diese Emotionen auslösen kann, auch in einem menschlichen Gehirn, und das stimmt auch zum Teil, durch Stimulation an strategischen Orten. Und tatsächlich ist es so, dass man dieses Konzept hier nehmen kann, Paul McLean, das ist das dreieinige Gehirn, dass wir bestimmte Strukturen des Reptilgehirns
oder des Neosäugergehirns tatsächlich immer noch heute auch im menschlichen Gehirn finden können, uns zunutze machen können, Funktionen wieder aufleben können, durch Stimulation unterstützen, damit wir bestimmte emotionale Erkrankungen behandeln können. Und das ist das reduktionistische Schema. Sie hätten hier den Frontallappen, PFC, Prefrontal Cortex, also der Präfrontallappen, der Stirnlappen mit den höheren Funktionen. Auf der einen Seite haben Sie die Depression und dann hier so ein Übergang. Dysphorisch, Eutymie ist so ein balancierter Zustand. Die meisten von Ihnen sind jetzt im Moment eutym oder eingeschlafen oder euphorisch, weil es so schön ist. Und da wollen wir alle nicht sein, Manie, das wollen wir nicht erleben. Dann sind Sie nachts wach und streichen die Wände grün. Und das ist nicht das, was irgendwer will. Und das ist vermutlich eine Balance zwischen den beiden Systemen. Das Reward-System sieht so aus, ich will da gar nicht zu weit drauf eingehen, das Reward-System hat sehr, sehr viel mit Dopamin zu tun. Sie können sich erinnern, dass ich eben gesagt habe, Dopamin ist kein Glückshormon. Und dabei bleibe ich. Aber Dopamin ist ein sehr wichtiges Hormon. Wenn Sie sich mal angucken, das ist das Reward-System, vereinfacht dargestellt. Hier ist die Motivationslage. Dieser Schenkel des Reward-Systems, hier, da steigt die Motivation, hier freuen Sie sich darauf, dass der König endlich aufhört zu reden und wir was zu trinken und kriegen möglicherweise Alkohol. Dann sind Sie hier an dieser höchsten Motivation. Wenn Sie dann aber unten sind und den Alkohol trinken, dann ist der weniger spektakulär, als Sie gedacht haben. Darum bleiben Sie noch ein bisschen da. Aber der Punkt ist, dass Dopamin ist die Antizipation von Sekt. Die Antizipation von Schokolade nachts. Das ist das, was Sie dahin treibt, zum Kühlschrank zu gehen und sich nachts Schokolade aus dem Kühlschrank zu nehmen, obwohl Sie eigentlich schon gelernt haben, ich hatte eigentlich schon zu viel Schokolade, Sie gehen trotzdem hin. Das ist Dopamin, das das macht. Und tatsächlich ist die konsumatorische oder das, was man auch bezeichnenderweise als die orgiastische Phase des Rewards bezeichnet, die viel kürzere und die wird im Gehirn abgebildet durch Opioid und Cannabinoid. Und die ist so, sehen Sie hier, ne? Das steigt und steigt Stunden, blub. Ende. Das ist die ist nötig, aber das ist ja auch so, nichts ist so schön wie die Vorfreude und das ist eigentlich hier drin. Wenn Sie das jetzt mal, das ist also in Experimenten wieder mit Ratten dargestellt worden und wir wissen mittlerweile, dass der direkt zu messende Dopaminspiegel in einer bestimmten Struktur des Gehirns, nämlich dem Nucleus Accumbens, wo auch Leute Stimulationsexperimente bei Sucht machen, dass an der Stelle tatsächlich der Abstand von dem zu erwartenden Reward, also wenn wir also sehen, es geht auf 8 Uhr zu und Sie denken, jetzt gehen wir gleich runter, wenn nicht zu viele Leute Fragen stellen und Sie dann Ihren Sekt kriegen, dann geht das tatsächlich in Ihrem Accumbens, geht das hoch und der Nucleus Accumbens gutiert das und zeigt einen Dopaminspiegel, der dann abfällt, wenn dann tatsächlich der Reward ankommt. Nun, das Reward-System wird durch ganz, ganz viele Sachen angetriggert. Das Reward-System, das Belohnungssystem kann man durch extrem viele Sachen antriggern. Für viele von uns funktioniert Geld. Für viele von uns funktioniert sogar schon die Antizipation, Geld zu bekommen. Das kann man über kleine Spielchen, kann man das im funktionellen Kernspin darstellen. Wenn Sie abstinente Kokainsüchtige nehmen und denen weißes Pulver wie Zucker zeigen, springt das System auch schon wieder an. Die denken nämlich, okay, jetzt geht's los. Schöne Gesichter machen das. Sushi tut es für mich auch, pleasant taste, also nett, gute Geschmäcker, Musik kann es machen, romantische Liebe, das fand ich schön, Sportautos. Es ist nicht nur männlich, aber Sportautos machen das aus. Und für mich würde es vielleicht sowas funktionieren wie Mark Knopfler mit einer 1958er Gibson Les Paul Sunburst. Aber das ist so für jeden so ein bisschen individuell und dann kann man dieses Reward-System triggern. Tatsächlich ist das so, wenn man das Reward-System antriggert, ohne dass es tatsächlich eine Ursache gibt, auf die man sich freut und die man erwartet, dann nennt sich das Manie. Tatsächlich ist die Manie, das ist ganz klar definiert, eine pathologische, unphysiologische Aktivierung des Reward-Systems, haben wir nachgewiesen. Wenn wir nämlich bei STN-Stimulation bei Parkinson-Patienten, die vorher überhaupt keine psychiatrischen Erkrankungen hatten, wenn wir bei denen durch Schaltung elektrischer Felder in den falschen Bereich runterkommen, weil der Stromfluss nicht heterogen ist, weil irgendwelche anderen Dinge passieren, dann können wir bei diesen Patienten reproduzierbar auf einzelnen Kontakten Manie auslösen. Und das ist tatsächlich das, was dazu geführt hat, dass wir diesen Mechanismus nutzen, um Depressionen zu behandeln. Und das Konzept ist quasi, dass wir sagen, wenn Sie davon ausgehen, dass der präfrontale Kortex gerne da wäre, in diesem eutymen Bereich, aber Sie ein System haben, was dem Reward-System gegenübersteht, nämlich das Depressionssystem oder hier Panic,
und das ist sehr hoch bei diesen Patienten mit der Depression, dann könnte ich doch Stimulation auf der anderen Seite durchführen und dieses System wieder in die Mitte rücken. Und das ist quasi das, was wir glauben zu tun, wenn wir Depression behandeln. Ich spare Ihnen die Anatomie des medialen vorderen Bündels. Ich zeige Ihnen aber das hier. Wir wissen, dass wir Depressionen auslösen können. Und ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, als man die Stereotaxie erfunden hat, Spiegel Weiss 1947, dorsomediale Thalamotomie, als Folge der zu weiten Frontallappenschädigung, da hat man tatsächlich im dorsomedialen Thalamus ja die Läsionen gemacht. Und das ist eine Patientin, die hat mir auch erlaubt, das zu zeigen, die wir in einem Stimulationsexperiment für Epilepsie behandelt haben. Und tatsächlich ist das so, dass bei der dieses Kerngebiet so nah an dem anderen Kerngebiet dran lag, was diesem dorsomedialen Thalamus entspricht, dass ich die innerhalb von 1,5 Stunden in eine Depression gefahren habe. Das ist jetzt nicht Absicht gewesen. Und sie sagt ganz klar, ich habe das Gefühl, es kommt eine große Dunkelheit, es kommt Einsamkeit. Ich habe übrigens das Gefühl, mein Freund würde mich verlassen. Da gab es überhaupt keinen Anhalt für. Das dachte sie in dem Moment einfach nur, fühlte sich vollkommen isoliert. Und als sie gesagt hatte, ich halte das nicht aus, haben wir es natürlich dann abgeschaltet. Und die war innerhalb von 2 Stunden wieder völlig normal. Ist nie mehr aufgetreten. Also das ist etwas, offensichtlich ist auch beim Menschen auch höhere Emotionen auslösbar. Also offensichtlich können wir tatsächlich das Gehirn in bestimmte Richtungen schubsen. Wir wissen, dass schon am Ende des Stimulationsexperiments die Patientin automatisch besser wurde. Das ist das, was ich meine. Sie können das Gehirn nicht dauerhaft in eine gewisse Richtung lenken. Das heißt, jede Form von Auslenkung, die Sie haben, wird vermutlich zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder aufhören und das Hirn wird da gegenregulieren. Die hätte ich also nicht über Tage depressiv halten können. Das wäre nicht funktioniert. Das geht nur im Pulsexperiment für einen Moment und hier auch nur unbeabsichtigt. Das ist quasi das hier. Hier haben wir die vordere Thalamusstrahlung angetickt quasi mit einem Strom und das hat zu einer panischen, also zu einer Depressionsreaktion geführt. Nun, Stereotaktiker haben Läsionen im Gehirn gemacht, nachdem die dorsomediale Thalamotomie dann nicht mehr funktioniert hat, haben Stereotaktiker Läsionen im Gehirn gemacht und wir haben das genutzt. Wir haben diese verschiedenen Punkte, die Stereotaktiker läsioniert haben, einmal untersucht, wieder mit diesem Verfahren von Kernspintomographie. Und tatsächlich ist es so, wenn man diese Läsionsverfahren, die wir in den letzten 60 Jahren, also nach dem oder in den letzten 50 Jahren nach dem Aufhören oder nach dem Ebben der Flut von Lobotomien gemacht haben, weil wir ja natürlich immer noch Patienten hatten, die therapierefraktär waren, auch auf die Medikamente, dann sieht man, dass immer diese weiße Struktur hier mit drin ist. Und diese weiße Struktur ist tatsächlich das mediale Vorderhirnbündel. Und das mediale Vorderhirnbündel ist eine Struktur, die den Hirnstamm mit dem Frontallappen verbindet. Und tatsächlich haben verschiedene Leute an verschiedenen strategischen Zielpunkten schon Stimulationsexperimente gemacht. Wir sind also auf keinen Fall die Ersten, die Stimulationsversuche gemacht haben, um Depressionen zu heilen. Die erste Gruppe ist die Gruppe um Andres Lozano und Helen Mayberg in Toronto. Und man kann sagen, wenn man jetzt Stimulationsexperimente an den verschiedenen Punkten durchführt, dann kriegt man mit sehr, sehr hohen Stromstärken bei dieser Gruppe von 20% therapierefraktären Patienten, die auf nichts mehr reagieren, immer noch Response-Raten, also Raten von guter Therapie von 60 oder 50%. Und das ist sehr, sehr gut. Wir haben anhand der Experimente, die die anderen gemacht haben, haben wir analysiert und haben geguckt und haben gesehen, naja, wenn man sich das alles mal anguckt, dann hängen ja alle diese Stimulationsorte wie so die Christbaumkugeln an dieser einen Struktur dran, haben gesagt, wie wäre das denn, wenn man das an einer strategisch anderen Stelle stimulieren würde. Jetzt muss ich noch 2, 3 Dias einführen, weil das wichtig ist. Mediales Vorderhirnbündel, das ist ein paar Jahre her, dass wir angefangen haben, mediales Vorderhirnbündel. Die Psychiater sind dann aufgesprungen, haben dann gesagt, das darf man nicht machen, das ist ja alles gefährlich und mediales Vorderhirnbündel, wir wissen noch, die Ratten sind über das Gitter gelaufen und hatten Stimulation gemacht und haben sich damit umgebracht und solche Dinge. Olds und Milner haben Experimente bei der Ratte gemacht, weil man das Reward-System bei einer Ratte sehr, sehr gut antriggern kann mit Stimulation. Das ist Stimulation, die die Ratte selber kontrolliert hat. Das ist anders als heute. Heute stellen wir das von außen ein, auch bei der Ratte. Wir machen nicht elektrische Selbststimulation, sondern die Kontrolle über das Ganze haben wir. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist damals anders gewesen. Die Stimulationsexperimente, an die wir uns alle erinnern, die auch irgendwas mit dem medialen Vorderhirnbündel zu tun haben, waren aber gar nicht im medialen Vorderhirnbündel, sondern in der Area Septalis. Das ist im weitesten Sinne der Nucleus Accumbens, den haben wir eben auch schon gesehen. Also das ist eines von diesen Mythen. Das zweite ist,
das Auto oder selbst verhungern von Ratten. Das ist das, was jedem im Gedächtnis geblieben ist. Die Ratten haben sich so viel stimuliert an dieser Stelle, dass sie nachher verhungert sind. Und weil sie nur noch Stimulation wollten und keinen Hunger mehr verspürt haben und all sowas. Das ist ein ganz, ganz artifizielles Experiment gewesen. Die haben mit Ratten gearbeitet, die haben die Ratten 23 Stunden hungern lassen. Wenn sie eine Ratte 23 Stunden hungern lassen, eine Ratte isst quasi dauernd irgendwas. Wenn Sie eine Ratte 23 Stunden hungern lassen, was wir heute nicht machen, schon aus Tierschutzgründen nicht, wenn Sie die hungern lassen, 23 Stunden lang, dann wird die in der Stunde, die sie da, die sie Zeit hat, Sucrose, also Zucker aufzunehmen, fast nicht die Zeit haben, genug Energie aufzunehmen, um am Leben zu bleiben. Und wenn Sie der jetzt noch eine andere Tätigkeit geben, die in irgendeiner Form kompetitiv dazu steht, also noch was Spannendes ist, dann wird diese Ratte das nicht überstehen und dann wird die daran sterben. Und so stirbt die natürlich dann in irgendeiner Form an der Beschäftigung mit der medialen Vordermündelstimulation. Das zweite Experiment, was die dann gemacht haben, um das wieder aufzulösen, das wird nicht so oft zitiert. Denn die Ratten sterben auch, wenn sie denen statt die so große Kügelchen, also die Zuckerkügelchen, wenn sie der so ein Laufrad geben, dann stirbt die Ratte auch. Dann stirbt die Ratte halt im Laufrad. Die Ratte halt ein unglaublich leicht anzutriggerndes Reward-System. Man muss das unter dem Hintergrund betrachten. Wir haben eine Stimulationsstudie gemacht, wir haben Ratten über Wochen stimuliert und die nehmen ganz kurz am Anfang einmal ein bisschen Gewicht ab, weil sie weniger Zucker aufnehmen. Das nivelliert sich nach einigen Tagen und man kann Ratten dauerhaft im medialen Vorderbündel stimulieren, ohne dass das in irgendeiner Form negativ sich auf die Ratte auswirkt. Und ich zeige Ihnen einmal ein Experiment, wie das aussieht, wenn man so eine Ratte stimuliert. Die macht ein völlig natürliches Verhalten. Das ist eine ich sag mal, für ihre Situation relativ gut gelaunte Ratte, die ein Seeking-Verhalten zeigt. Das heißt, die sucht hier, schaut ein bisschen rum, schnüffelt. Das ist ein völlig normales Verhalten. Spectabilis kennt auch Tierexperimente, weiß, dass das ein normales Verhalten ist. Und das ist das, was man sieht. Man sieht aber ein vermehrtes Suchen. Man sieht einen vermehrten Antrieb. Die suchen schon auf ihre natürliche Art, aber deutlich mehr, als sie das normalerweise in so einer Situation machen würden. Und wenn man das auf den Menschen übertragen würde mit dem Antriebsverhalten, dann würde man sagen, das ist Euphorie. Oder man würde sagen, das ist der Übergang zur Hypomanie. Das ist also etwas, was da ist. Jetzt würden Sie sagen, um Gottes Willen, das darf man ja nicht machen. Dann werden ja alle Patienten hypoman, die man damit behandelt. Ich zeige Ihnen, wir haben einen Patienten mit einer bipolaren Erkrankung ebenfalls stimuliert. Und das hier ist der Depressionsscore, der sich deutlich verbessert. Hier. Und das hier unten ist der Manie-Score, da tut sich gar nichts. Also wenn man auch bei bipolaren Patienten, von denen wir wissen, dass sie manische und depressive Phasen im Wechsel haben, das macht, passiert offensichtlich nicht irgendwas Sonderbares oder Schlimmes, sondern tatsächlich wird das nur verbessert. Ich zeige Ihnen ganz am Ende jetzt noch die Resultate der medialen Vordermündelstimulation. Das ist eine Studie, die erste Studie, 8 Patienten, die wir zwischen Mai und November 2011 in Bonn operiert haben, mit therapierefraktärer Depression. Und ich zeige Ihnen Patientin 2. Patientin 2 sehen Sie auf dem OP-Tisch, nur um zu sehen, was Sie beim Menschen erwarten können, wenn Sie einseitig stimulieren. Die hat hier so ein anderes Rahmensystem auf dem Kopf, die Elektrode steckt 8 cm tief im Gehirn der Patientin. Die ist wach dabei, das ist alles sehr, sehr gut zu vertragen. Wir machen sehr viele Operationen wach. Und wenn Sie ein kleines bisschen vergleichen, hier spricht sie so, der Gesichtsausdruck ist vielleicht ein bisschen ängstlich und an irgendeiner Stelle sehen Sie hier, dass die anfängt, den Kopf zu drehen und mit der Psychologin links von ihr zu sprechen und die anzulächeln. Das ist das hier. Die Presse macht daraus das erste Lächeln in Monaten. Das ist Quatsch und falsch und blöd. Aber was das bedeutet, ist Folgendes. Diese Patientin weiß, wenn ich mich in einem, das weiß die nicht intellektuell, sondern im emotionalen Kontext, wenn ich mich wohlfühlen möchte, möchte ich, dass andere Leute mit mir freundlich sind. Wenn ich Freundlichkeit erwarte, muss ich zu anderen freundlich sein. Und dann kommt wie ein Reflex das Lächeln. Das ist eine soziale Kontaktaufnahme. Das ist alles, was diese Leute zeigen. Verbesserte soziale Kontaktaufnahme. Und wenn man sich das Ganze dann einmal anguckt, ich spare Ihnen die Patienten, dann funktioniert das spektakulär. Dann sehen Sie, wie die Depressionsskala deutlich besser wird, wie diese Depressionsskala von diesen 7 Patienten besser wird. Eine Patientin hat gar nicht reagiert, er ist hier an der Grenze. Aber in der Gesamtgruppe innerhalb von Tagen deutlich antidepressiver Effekt. In dieser Studie 85% Response Rate, 85%.
mit einem 1/15 des Stromes, den die anderen Zielgebiete gebraucht haben. Das spricht dafür, dass das strategisch der bessere Ort ist. Wir verfolgen diese Patienten mittlerweile über 2,5, 3 Jahre jetzt offensichtlich mit Daten schon, mit ausgewerteten Daten. Der Effekt bleibt. Wer immer reagiert, reagiert auch dauerhaft. Ich spare Ihnen jetzt diese Daten, weil wir auch in der Zeit fortgeschritten sind. Aber ich zeige Ihnen mal, was das im Vergleich macht. Hier ist die Verbesserung der Depressivität andersrum aufgetragen, ein anderes Dia. Hier sehen Sie die Verbesserung unter der Stimulation im Nucleus Accumbens mit 7 bis 10 Volt. Und hier sehen Sie die Stimulation mit 3 Volt im medialen vorderen Bündel. Und Sie sehen, wie die Depressivität immer weiter abnimmt und viel schneller abfällt. Das scheint also besser zu funktionieren. Aber ich habe bisher mit Professor Schlepfer den Überblick über 24 Patienten insgesamt. Das ist mal erstmal gar nichts. Das heißt, wir wissen, dass das zu einem gewissen Grad funktioniert. Wir dürfen jetzt nicht euphorisch werden. Wir glauben aber, dass wir da was sehr Gutes an der Hand haben. Wir glauben, dass wir dieses Bündel gut stimulieren können und bestimmte Zentren aktivieren können im Gehirn. Und das ist offensichtlich, ich zeige das hier mal, wenn man so Forschung macht, das ist im OP in Bonn noch gemacht, dann sehen Sie, dass da eine unglaubliche Menge von Leuten mit beschäftigt ist. Das alles ist durch Ethikkommission abgesichert, durch das Bundesamt für Arzneimittel und Pharmazie, für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das ist nichts, was wir an einem regnerischen Nachmittag machen, wenn es uns langweilig ist, sondern das ist High-End-Forschung, die wir tatsächlich nur unter ganz, ganz engen Rahmenbedingungen machen können. Und wir müssen circa 30 Patienten sehen, bis ein Patient eingeschlossen wird in eine dieser Studien, weil man die sehr, sehr gut auswählen muss. Ich bin am Ende meines Vortrags. Das ist die Arbeitsgruppe in Bonn, mit der ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten, mit Professor Schlepfer, der hier hinten der Mann wie ein Baum vor dem Baum steht. Das ist meine Arbeitsgruppe hier in Freiburg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe 2 Minuten drüber geredet und entschuldige mich dafür. Vielen Dank.